Hallo und herzlich willkommen zu World of Warships. Und ja, ich habe gestern etwas gezockt und bin auch etwas weitergekommen. Und zwar sehen wir hier immer noch Diffuso, ich weiß. Und ich wurde gestern auch schon sehr drum gebeten, das noch im Stream zu machen. Aber ich habe mir gedacht, nee, verschiebst es aufs Video. Da gibt es da auch mal wieder was ganz Neues. Und zwar bin ich bei der Mutsuki noch keinen Schritt weiter gekommen, weil ich die gestern keine einzige Runde gefahren bin. Die Aoba, da bin ich aber schon nur ein paar tausend weitergekommen. Da bin ich jetzt bei 20.000 und brauche, glaube ich, 33,5, genau. Also 13.000, ja. 13.300 fehlen mir hier noch. Und bei der Fuso fehlen mir noch, genau, ich glaube, das ist der 46 XP, müssten das sein. Die ich jetzt natürlich mit Free XP machen werde. Tada! Die Nagato ist erforscht. Ich wollte gerade schon kaufen sagen, aber das haben wir noch nicht. Kaufen ist teuer. Es ist, ist wirklich teuer. Es ist, ja. Das ist teuer. So, jetzt haben wir hier die Nagato. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Nur noch 4 Geschütztürme. Und ja, daher 2 weniger als mit der Fuso. Und ich bin gespannt, ob sich das da bemerklich oder bemerkbar macht. Andererseits sind es ja hier, wie man gerade gesehen hat, es sind 400. Die Fuso hat 360 mm Geschütze und die Nagato hat da schon 410. Also etwas dickere Rohre. So, ich denke, ich werde den Commander rüberschiffen. Deswegen muss ich da wahrscheinlich nochmal was zahlen. Fuso. Und der ist dann am Anfang sowieso noch ein bisschen broken, oder? Also ich würde natürlich sehr gerne das machen, aber 500, das sind 2 Tage Prämie und ich... Momentan gibt es ja noch keine Möglichkeit, wirklich was zu bekommen von den Piastar, deswegen gebe ich die da nicht an raus. Ansonsten hätte ich es gemacht. Das ist schon blöd, jetzt die Dinger da nicht zu haben. Aber naja, jetzt ist es geschehen. Die Nagato steht in meiner Garage, Tier 7, Schlachtschiff, wir nähern uns also der Yamato. Und von der Amagi auf die Yamato wird es ein bisschen sein, glaube ich. Weil der 9er da fehlt, das ist dann ja auch 140.000 XP. Das ist schon echt einiges. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hier brauchen. Erstmal 10.000 XP für die Upgrades und dann 65.000 für die Amagi, okay. Naja, wir drehen natürlich eine Runde mindestens in der Nagato. Und wie man sieht, es gibt jetzt auch immer mehr Leute, die auch die höheren Tiers haben. Das passt also, wenn man jetzt gerade durchstartet quasi. Bevor jetzt die Fragen wieder kommen, ich weiß nicht, wann es Piasta gibt für alle Spieler. Ich hoffe, es kommt so bald wie möglich, weil ich habe einmal als Contributor 5.000 bekommen, aber das war es dann auch. Das sind immer noch die restlichen, der Rest quasi von den 5.000 und ja, wäre schon entspannt, immer mit Premium zu haben, weil ich spiele halt manchmal nicht ganz so 3-4 Stunden am Stück, sondern hier mal eine Runde, hier mal eine Runde, hier mal eine Runde. Wenn man natürlich immer nur für 24 Stunden kaufen kann oder für 7 Tage jetzt in dem Fall maximal, lohnt sich das halt leider nicht mehr so ganz. Matchmaking sieht... Boah, dem Yogi. Dem Yogi. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich bin der einzige 7er in dem ganzen Game. Kann das sein? Nee, gar nicht. Die Pepsi-Cola ist hier auch noch drin. Die Pencil-Cola. Pencil-Cola. Aber die haben... Ach, du, der Ranger, stimmt, habe ich übersehen. Ah, Mann, jetzt... Ach, das ist blöd. Ich wette, der geht wieder nur auf mich. Das ist ein Flugzeugträger und... Ja, wir haben keinen. Naja. So. Ich habe gestern übrigens während des Streams herausgefunden, wie man andere Spieler beim Spielen absichtlich behindern kann. Das... Oder ich musste es rausfinden. Und zwar wurde ich von, ich glaube, 4 Torpedosalven beschossen. Also 4 Torpedosalven kamen aus verschiedenen Richtungen. Ich hab's geschafft, dass keine trifft. Frag mich nicht, warum. Oder wie, ehrlich gesagt. Und ja, meine FPS sprungen von 70 oder von 70 und 50 auf 8 die ganze Zeit runter. Ich hatte so abnormale Lags, als da, ich weiß, es waren sicher 30, 40 Torpedos, die um mich rum gewachsen sind, sage ich schon fast, geschwommen sind und ey, mein PC ist gar nicht mehr drauf gekommen und ich habe echt keinen schlechten PC, ich meine, ich nehme jetzt hier auf mit 60 FPS, das ist halt echt nicht so übel und das hat meinen PC echt in die Knie gezwungen und
Ja, ich meine, da könnte man echt fast was böse oder böse Sachen mit anstellen. mit dem Wissen, dass das so geht. Ich muss mal gucken, wie weit wir kommen. 20. Ist das nicht. Die Dingens kommt doch sogar weiter, oder? Ich meine schon, die Fuse kommt weiter. Oh, mal schauen. Mal schauen. Oh, what? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte eher gedacht, die wären zu kurz. Oh, die Torpedo-Dinger kommen da schon. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Zum Glück bin ich hier mit. Oh, okay. Oh, die sind. Was war das denn da für ein Leck? Wollte gerade sagen, der geht auf einen anderen Flugzeugträger, aber es gibt keinen. Oh, und da kommen wahrscheinlich Schüsse auf uns. An. Oh, ja. Nee. Our team has taken the lead. Hä? Oh, das war jetzt natürlich. Es war gar nicht so schlecht, aber irgendwie auch dumm. Ich meine, das war jetzt ein Torpedo, der hat zwar ziemlich sicher getroffen, aber ich habe das auch überhaupt nicht gemerkt, dass der so knapp hinter mir war. Ich habe übrigens nichts getroffen von der Salve. Krass. Ob sich das jetzt gelohnt hat, ist die Frage. Na, egal. Wie viel haben wir einen Flugzeug mal runtergeholt? Das ist nicht gut. Ist nicht gut. Da sind irgendwo Zerstörer, das gefällt mir auch nicht. Muss mich jetzt natürlich noch ein bisschen einschießen mit dem Ding. Ich habe noch nicht. Ja, das ist die erste Runde. Von daher. Wie sehen denn die Schüsse da hinten aus? Ey, das gibt's doch nicht. Oh, einer hat getroffen. Sehr schön. Also doch nicht so weit. Okay. Ja, jetzt werden wir, denke ich, aber nicht mal nachladen in Time quasi. Aber wir haben hier noch ein paar andere Ziele und das hier sieht gar nicht so schlecht aus. Auch wenn ich echt nicht weiß, wie der fährt jetzt. Mal schauen, ob irgendwas trifft. Alles zu kurz. Oh, wobei die letzten. Oh, die waren echt knapp. Ja, das meine ich. Ich wusste, es war jetzt, fand ich nicht so einfach jetzt zu sagen, ob er jetzt Schaffner da fährt oder Schaffner da. Und deswegen sage ich jetzt mal, deswegen habe ich natürlich verschossen. Das. Nur deswegen. Oh. Und da ist die Miyogi, die ist die Schlimmste. Guck gerade, der Zerstörer, den würde ich natürlich gerne als erstes fast rausnehmen. Fuck, ich hab's gerade nicht so im Einschießen. Lol. Okay, das habe ich jetzt beim besten Willen nicht erwartet, dass die letzten paar Schüsse dann tatsächlich so einen Schaden raushauen. Ich drehe ja auch mal, weil. Oder ich drehe nicht ganz, nee. Wir sind hier doch relativ viele Schiffe. So, wir sollten jetzt natürlich die raus. Was? Wir sollten natürlich die Schiffe jetzt rausnehmen, die wenig HP haben. Dazu zählt meines Erachtens die Boa Constrictor am meisten. Da sie overall nicht viel Leben hat. Und eine blöde Mischung hat aus Torpedos und ganz guten Geschützen, wie ich finde. Ja, jetzt haben wir hier natürlich ein dickes Problem. Das ist hier natürlich haufenweise. Aber ich glaube, ich gehe jetzt trotzdem auf den Zerstörer. Markiere ich den mal eben. Ja, der muss weg. Der ballert uns nämlich sonst alles. Alle weg. Da haut er schon die Torpedos raus. Ah, shit.
und nicht viel getroffen, das wäre jetzt blöd. Wie gesagt, die Zerstörer habe ich in diesem Part quasi immer sehr, sehr, sehr ungern. Weil die können so viel Schaden einfach machen durch ihre Torpedos. Und gerade es ist eine Mozuki, die hat Reichweite. Mit ihren Torps. So, jetzt sehe ich gerade, meine Geschütze kommen nicht hinterher mit dem Drehen. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Wahrscheinlich, ja, genau, brenne ich jetzt gleich. Unpraktisch. Egal, Leben wieder auffüllen. Hätten wir eigentlich gerade schon machen können, aber ich wollte doch noch ein bisschen mehr Schaden quasi kassieren. Ach, geil. Geil. Danke. Danke! Das Lachhafte ist ja, die Oma hat nicht mal ansatzweise Reichweite, um überhaupt mit diesen Torpedos irgendwas beim Feind hätte anrichten zu können. Ja. Das Problem ist auch, ich kann es nicht reparieren. Ey, so welche Idioten halt. Das ist genial. Ich komme jetzt auch nicht mehr voran. Kann ich nichts machen. Das ist natürlich jetzt echt schade. Das war zu weit vorne. Das Ding fährt extrem langsam. Ja, leider ist mein Turm da kaputt, der eine. Vielleicht treffe ich es jetzt mal richtig. Ja, nice. Ja, ich muss leider sagen, dass dieser Torpedo, dieser eine Torpedo mir so viel Damage jetzt gemacht hat, dass ich, ja, wahrscheinlich jetzt abtreten werde. Schießt du mich jetzt schon wieder ab, oder was? Meine Güte, ey, meine Güte. Von wo kommen die denn? Von wo kommen die? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, hier sind keine Flugzeuge gewesen. Vielleicht sogar zu tief. Oh, fuck. Lol. Ach, die kommen viel zu schnell. Ach, schade. Mit Dingens hätte ich es vielleicht geschafft, mit Durchfahren. Also geradeaus, ich hätte nicht lenken sollen, aber... Naja. Ja, wie gesagt, also dieser Voodoo hier, der hat mir echt viel Leben gekostet. Muss ich einfach sagen, es ist einiges an Damage gewesen. Oh mein Gott. Ja, das ist einfach... Die Amis haben alle nicht so große Reichweite mit den Torpedos. Es ist sinnfrei, die von so weit hinten abzufeuern. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ich würde gerne echt wissen, kann ich sehen, wie viel ich received habe? 17.000 durch zwei Hits. Wie viel hatte ich am Ende? Das heißt, ich habe mindestens 12.000... allein durch ihn kassiert. Genial. Naja. Schade, verloren. Wie lange war denn das Match? Ich denke, wir können noch eins anhängen. Damage cost Dollar 10. Ach komm, egal. Machen wir noch eins. Ah, Battle on. So, 1000 XP. Nee, reicht nicht. Schade. Ja, was soll man da machen? Wie gesagt, und das Problem war, ich konnte ja auch nicht mal reparieren. Aber die Idee, dass der Torpedo oder
Die Vorstellung, dass der mit seinen Torpedos von da was trifft, ist schon echt, ja, utopisch. Wie gesagt, die Amis haben nicht so viel Reichweite. Aber naja. Bots in diesem Spiel gibt es ja auch inzwischen wie Sand am Meer. Ah, nee. Die Map war aber ganz cool. Also, bis darauf, dass die Seite da echt dass da so viel war, war es eigentlich ganz angenehm. So, ich mache nochmal einen Stopp. Wie es ausschaut, dauert es immer noch ein bisschen länger in der Queue. Aber ja, bis gleich.